Hallo, ich bin der Morten. Ich bin Däne, komme aus Langeland. Ich bin total verrückter Angler. Ich habe mein ganzes Leben geangelt, also mehr als 40 Jahre. Und damals, wo ich jung war, da haben wir immer geangelt. Haben wir ein kleines Teich gesehen, dann haben wir geangelt. Das war uns egal, mit welchem Angelgerät oder welche Fische wir gefangen haben. Wir haben nur geangelt. Das war richtig Spaß. Heutzutage ist Angel so ein bisschen sophistikiert geworden. Hast du nicht eine 1.000-Euro-Rolle, dann kannst du nicht angeln. Angst du nicht diese Fische oder diese Sorte, dann geht's gar nicht. Aber es ist total falsch. Jetzt habe ich gedacht, wir machen einen Film, ein DVD, über das Angeln hier auf Langeland. Wir angeln über 3 Saisonzeiten und wir angeln in der Brandung und wir angeln von Boot aus. Ich angel mit Freunden und Familie. So, hier kannst du keine Berühmtheiten sehen. Du kannst auch keine Geschirr, sponsoriert vom teuer Firmen, sehen. Und du will auch keine riesen Trophäefische erleben. Aber viel Spaß, viel Angelspaß und viel, viel Fisch. So, komm mit, lass uns angeln gehen, weil alle können angeln. So, jetzt ist Herbst gekommen und die Temperaturen sind niedriger geworden, im Luft und im Wasser. So, das war ich die Fische und jetzt fressen die mehr und mehr, jeden Tag, auch tagsüber. Heute ist der Wind in Süd und deswegen sind wir nach Schnöte gefahren und möchten heute Morgen ein bisschen auf Meerforelle probieren. Mit mir heute ist mein guter Bekannter und Angelkumpel aus Holland, der Sütze. Und mit uns haben wir gebracht unser Spinnruten. Ich habe ein 9,6 Fuß Spinnrufe, Wurfgewicht bis zum 34 Gramm, eine Rolle Größe 30, ein dünner geflochtener Schnur und ganz vorne ein Monofil. Sütz hat seine 9 Fuß Spinnrute mitgebracht auch und ganz normalen Blinker. Sütze, bist du klar? Ja, sicher. Okay, dann lass uns angehen. He's swimming to the left, 10 o'clock. Ja, ich habe gerade Köder gewechselt und auf dem Weg zurück zum Ufer, da habe ich eine Bewegung der Oberfläche gesehen, also ein Fisch in der Nähe vom Sütze. Und es ist ganz, ganz wichtig, wenn wir angeln Meerforelle, dass wir die Augen aktiv benutzen. Nicht nur zum Gucken, wo gibt es große Steine oder tiefen Rennen, aber auch, wo kommt die Fische zu der Oberfläche hin. Ich weiß nicht, welche Größe der Fisch hat. Und es ist ja interessant, ob er diese Fisch fangen kann. Das wird ja richtig, richtig interessant. Ja, wir warten jetzt ab. Thank you.
Alles klar, das war Schnöde Öhr. Ja, wir haben also Fische gesehen, aber mit uns sprechen, das möchte ich nicht so gerne. So, ja, jetzt probieren wir etwas ganz, ganz anderes. Freunde, jetzt sind wir etwas ganz anderes. Jetzt lassen wir das Meerforellenland liegen ein bisschen und sind hier zum Hau auf Nordlangland gekommen. Jetzt heißt es Brandungsangeln. Ich bin keine große Spezialistin Brandungsangeln, aber der Sütze da aus Holland, er ist ein super Spezialist. Es ist eigentlich ziemlich einfach. Ein paar lange Ruten, dass man weit werfen kann, verschiedene Vorfächer und Naturköder. Und dann probieren wir, ob wir ein paar Plattfische fangen können. Vielleicht haben wir auch Glück mit einem Dorsch. Okay, komm, los geht's. Aha, guck mal hier. Schön und dick. Richtig, richtig schön. Also das wird nicht besser. Guck mal hier. Ne? Ein schöner, schöner Boot. Rauch oben. Kann auch ein paar Punkte haben. Wie ein Scholle. Flossen gehen ganz nach oben. Und guck mal hier. Schön und dick. Und diese hier haben also den Muscheln genommen. Sind nicht auf den Wurm, aber auf den Muscheln. Und haken ganz, ganz tief rein. Der da. Er kommt mit nach Hause, direkt in der Pfanne. Ja, jetzt geht's also ein bisschen schnell hier. Und es wird mir auch ein bisschen heiß. Also richtig viel Arbeit. Mitte Oktober, herrliches Wetter. Und guck mal hier, ich habe Fische auf beide Ruten. Guck, wie die Spitzen von den Ruten arbeiten. Jetzt machen wir das bisschen langsam. Erst der eine und dann nachher der andere. Wie fängt mit das hier an? Yep. Her. Schön dick und lecker. Wieder ein richtig schöner Butt. Na, guck das an. So lecker, lecker. Ich habe Weltklasse das hier. Mitte Oktober, Mitte vom Tag. Super herrlich. Ja, guck mal an. So schön dick und lecker. Aber richtig, richtig fett. Schön. Okay, ich erkläre erstmal ein klein bisschen über die verschiedenen Systeme, was wir verwenden hier beim Brandungsangeln oder Angeln mit Naturköder. Ob das ist Garnele oder Seeringelwürmer, Watschis oder Muscheln oder so, ist eigentlich egal. Also man kann die prinzipiell in zwei verschiedene Systeme aufteilen. Die, was wir verwenden von der Brandung und die, was wir verwenden vom Boot aus. Und das kann man wieder aufteilen in gekaufte Systeme wie die hier, da gibt es verschiedene. Und die selbstgemachten Systeme. Gemeinsam für beide Systeme ist ja, ganz unten brauchen wir ein Gewicht. Das wäre so ein gekauftes Lot oder ein alter Pilger ohne Haken, geht ja auch wunderbar. Okay, wir fangen dann mit ein selbstgemachten Systeme und das ist ein, was Süße gemacht haben. Ganz unten haben wir so ein ganz tolles Ding, weiß nicht, was heißt auf Deutsch, wo man den Blei schnell wechseln kann. Und dann haben wir den Hauptschnur, ungefähr 0,5 mm. Und dann kommt so ein Wirbel, oder was das heißt, wo man die Ärmchen dran macht, 0,30er Schnur und dann ein Haken. Und guck es an, ganz toll hier, da ist keine Perlen oder Stoppperlen oben vor der Haken, sodass dann
man einen Wurm mit einer Wurmnadel schön hoch ziehen kann. Dann geht es noch weiter, 40 cm, und dann kommt noch ein Ärmchen. Und dann noch höher, auch so ungefähr 40 cm, noch ein Ärmchen. Also kann man drei Haken anhaben mit Naturköder, auch gerne verschiedene Naturköder. Und dann selbstverständlich ganz oben so eine kleine Schleife, dass man das auf der Hauptschnur von der Angel machen kann. Also die Systeme hier kann man auch ein bisschen verbessern, entweder mit Lockperlen oder Locklöffel oder sowas. Und die kann man ja im Angelgeschäft kaufen oder man kann ja auch zum Schwesterzimmer reingehen und gucken, ob man ein paar da leihen kann. Ja, ja, das war ja Fischart Nummer 2. Hier haben wir eine schöne Klieche. Guck mal, fast durchsichtig. Und die Flossen gehen ganz nach oben hier, Seitenleinen hier rüber und dann ist es richtig schön glatt. Guckt es an. Jetzt haben wir den Haken leicht lösen können. So, ich glaube, wir sollen diese hier schöne Fisch zum Meer zurücklassen. Okay? Ha, ist ja auch süß zu sein Fisch, oder? Jetzt haben wir ein bisschen über 2 Stunden geangelt und pass auf, wir haben 15 schöne Plattfische gefangen. Butz und Klieche. Die 6 schönsten haben wir mitgenommen, den Rest haben wir zurückgegeben. Und heute haben wir probiert Seeringelwürmer, Heringsfetzen und Muscheln. Und wissen ihr was? Heute sind diese stinkigen, hässlichen Muscheln die besten. So ist es heute. Morgen ist es vielleicht etwas ganz anderes. That's beautiful ones. Nice fish. Very thick. Amazing. Amazing. Yeah. So, jetzt ist es Nachmittag und wir sind nach Gulstav gefahren, auf Südlangeland. Und hier möchten wir in der Dämmerung und in der Dunkle probieren zum Angeln. In der Dämmerung kommt die schöne Ostseedorsche in der Küstenwasser rein und will hier die schöne crunchige Krabben suchen. So, das probieren wir jetzt. Wir haben ein bisschen schwer Vorfächer und Gewichte mitgebracht für heute Abend. Okay? Lass uns loslegen. Die Fische sind da draußen. Eine kleine Stunde geangelt. Bald ist Sonnenuntergang
Wird langsam dunkel. Bis jetzt keine Dorsche. Ein Boot für Sütze. Aber wir warten jetzt, dass es dunkel kommt. Jetzt wird richtig interessant, ob wir ein paar von den schönen Langlanddorsche fangen können. Wir hoffen. Wow, Sütze, that's a nice one. Caught. Cut! Super! What? Super! Beautiful! Two! Yep, ich glaube, hier ist einer. Ich habe gerade einen Kleindorsch gefangen mit der Spinnrute. Aber hier, glaube ich, ist einer dran. Jetzt wird interessant. Der sker i hvert fald noget derude. Nu prøver vi lige at tage stille og rulle stangen op og så give den modhug og se, hvad der sker. Ojoj, ist ein bisschen schwer der da. Ich glaube, das ist ein Plattfisch. Keine Dorsch, das ist eine Platte. Ja, was soll ich sagen? Vielleicht frische Fische aus Langeland. Noch ein schöner Abend ist vorbei. Wir haben 2 Stunden geangelt hier an der Südküste von Langeland. Hat nichts zu tun mit Urlaub. War fast wie im Fitnessstudio. Der eine Biss nach der andere. Viel Dorsche, viel Plattfische. Richtig, richtig schön. Ein fantastischer Abend hier an der Langelandküste. Wow, look at all the birds. Amazing. I never seen it here before. Schönen guten Morgen. Jetzt sind wir wieder unterwegs. Jetzt sind wir bei Westeregen, eine richtig, richtig tolle Meerforellenstelle. Wir probieren es noch ein paar Stunden. Sütze, bist du klar? Ja, klar. So where are you going? I think we'll start out in the shallow bay and I'll walk up to the point with the small. Okay. Look at the how close it is with it.
So, jetzt habe ich gerade einen Nackfall gehabt. Also mehr Forellen sind hinter meinen Blinker gelaufen oder der Wobbler gelaufen, bis vor meinen Füßen. Denk dran, immer die Augen aktiv verwenden. Guck, wo die Fische sind. Guckt, ob ein Nackfall da kommt. Und wenn einer da ist, dann muss man also eine Technik wechseln, entweder an der Köder oder schneller einkurbeln oder irgendetwas anderes. Wir warten noch ein paar Minuten und guckt, ob er wiederkommt. Morten! It's a little garfish. So, lass uns ein bisschen reden über, was ich bringe mit, wenn ich gehe an der Küste. Ich gehe gerne mit Rucksack, ich gehe gerne leicht, also keine Taschen voll auf Boxen. Und dann habe ich keine Gummistiefel, ich will lieber ein paar gute Lederstiefel haben mit Gore-Tex. Und in meinem Rucksack, das hier ist eine, eigentlich für Jagd gebaut, aus Hergela, da habe ich eine Flasche mit Wasser, einen Totenschläger. Und dann habe ich hier unten in der Unterabteilung, das ist eigentlich für Kamera, aber da drinnen habe ich meine Angelsachen. Also ich habe verschiedene Boxen mit Wobbler, Blinker, ich habe auch Fliege, falls ich mit Spirulino probieren möchte. Und dann habe ich eine Ersatzrolle Angelschnur für Vorfächer, dann habe ich eine Ersatzangelrolle und oben in der Auto, da habe ich eine Ersatzrute, meine Watthosen und meinen Kescher, falls ich komme zu einer Stelle, wo ich das brauche. Aber sonst so leicht wie möglich. Dann habe ich auch in der oberen Abteilung hier eine Ersatzjacke. Dann habe ich Plastiktüten mit trockenen Unterhosen und eine Tüte mit T-Shirt. Und dann habe ich eine Plastiktüte mit Klopapier und Tüten, dass ich meine Hinterlassenschaften mitbringen kann. Dann habe ich eine kleine Energiebar und das reicht für einen ganz schönen Tag. Congratulations, must be your 10th cut this morning, but please try a sea trout. Sütze hat minimum 10 schöne Dorsche gefangen, so gerade maßige, ein paar unten und ein paar mit ein paar Zentimeter mehr. Es gibt viele heute an der Küste. Der hier, er kommt zurück. Ach, noch ein von die Mietboote. Die fahren jetzt zum Angelplatz hin. Das probieren wir auch später. Es wäre richtig, richtig Spaß. Und man kann die hier unten viele Stellen mieten. It looks nice. I just broke my line. Yeah, because it's going deep. Good. That's a nice one. That's a nice coastal cut. Yeah. That's a beautiful cut. Very beautiful, very, very beautiful.
Sitze, again. I think the cop. You're the cop champ of the day. So, jetzt hat Sütze noch einen Fisch gefangen. Guck mal, wie er tief geht. Wieder ein Dorsch. Ich weiß gar nicht, wie viele er heute gefangen haben, aber richtig, richtig viel. Sütze, you're the champ. Na, wieder ein fantastischen Vormittag ist vorbei. Es war richtig, richtig schön. Ende Oktober, guck das Wetter an, richtig, richtig warm. Ich habe meinen Schwitter hingelegt. Wir haben viele, viele Küstdorsche gefangen, richtig viele. Besonders Sütze ist der Meister heute. Leider keine Meerforelle heute, aber so ist es. That was a beautiful day. Yeah, beautiful. Fish. Hej! Hej drenge! Hvad sker der? Hej, kom lige ned og besøg mig, hva? Og jeg har lige lavet bål. Prøv at se her, det er lige sidder og hygger på bål. Prøv lige at se. Jeg har sat stængerne op, og prøv at se op på spidserne derop. På surfcastingstængerne. Er ikke dejligt? Det er godt. Så I også marsvinene før? Ja. Okay. Hej, hvad er det? Det er godt, man, Sitze. What? Fish?